Ja, hallo zusammen und willkommen zum zweiten Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Ja, diesmal geht's wieder rüber ins Beat'em Up Genre, was ich auch gerne mal in so einem Adventskalender ja mal abarbeite. Und zwar 99, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mal kurz auf die Höhle gucken, oder war es 2000, ist im Jurassic Park Franchise ein kleines Beat'em Up erschienen, nämlich Warpath Jurassic Park. Ja, das habe ich damals gesehen und fand es total reizvoll. Ich fand es irgendwie so, weiß ich nicht, das war für mich so surreal. Dass man es hinbekommt, so nachdem ich halt so ein Mortal Kombat und Tekken, kannte ich damals natürlich schon, Dead or Alive und was weiß ich, was da noch alles gibt, Battle Arena Toshinden, dass man dann noch ein Beat'em Up mit Dinosauriern kreieren kann. Das Geile ist, ich habe mir das Spiel jetzt mal wieder vor, weiß nicht, 3-4 Jahren oder so mal gekauft, habe es dann direkt ins Regal getan und ich habe es aufgemacht gerade, ne? Weil ich musste das ja an die Konsole legen. Ich habe festgestellt, dass in der Hülle, ne, ich habe jetzt quasi zum Preis von Warpath Jurassic Park 4 Spiele gekauft. Nämlich irgendwie ein Formel-1-Spiel von Psygnosis, Frankreich 98, die Fußball-WM natürlich, und Batman Forever, The Arcade Game. Das war Zufall. Wahrscheinlich hatte der Verkäufer einfach nur vergessen, die anderen Spiele wieder rauszunehmen. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es damals total interessant, wie gesagt, ne? Dinosaurs und the Earth. Und ja, hab das dann damals auch mir, ich sag mal, organisiert, ne? So sollte man es vielleicht besser formulieren. Und hab wirklich damals auch einen kompletten Vormittag einfach damit zugebracht. Ich wollte da einfach alles freischalten. Weil ich glaube, das gehört, glaube ich, noch zu den Beat'em Ups. Wie es auch bei so einem Tekken war. Man hat es durchgespielt, ne? Man hat einen neuen Charakter freigeschaltet. Man hat es mit dem neuen durchgespielt, hat wieder was freigeschaltet. Und vor allem das Museum, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich hoffe mal, das sieht noch so aus, wie ich es in Erinnerung habe. Also genau, man kann nämlich hier von jedem verkackten Dinosaurier, den man dann auch freigeschaltet hat, nämlich gucken, wie groß die sind, ne? So ein bisschen tatsächlich Museumscharakter. Man kann also auch noch was lernen bei dem Spiel. Aber ich glaube, ich habe das Spiel gerade kaputt gemacht. Ah, ne, guck mal, da haben wir jetzt noch die Zeit, in der die gelebt haben. Wie die hier irgendwie miteinander verwandt sind, ne? Und das ist jetzt einfach nur, wie es aussieht. Ich mag es übrigens auch, wie heißt der? Acrocanthosaurus ungeduldig mit seinen Zehen wippt. Wie so ein Mensch, der so auf dem Tisch mit den Fingern rumtippt. Was ist das hier? Acrocanthosaurus. Ach, wie man den einfach nur ausspricht, okay. Nee, aber ich fand das eigentlich grafisch damals eigentlich ganz geil, auch vom Spiel her. Ich kann natürlich gar nichts mehr, ne? Weil ich habe das damals relativ sehnsüchtig tatsächlich sogar erwartet, das Spiel. Hab's dann einen Vormittag, ich glaube, es war wirklich nur einen Vormittag gespielt. Danach dann nochmal, vielleicht mal mit dem Kollegen nochmal einen halben Tag. Man sieht, man kann zumindest nochmal 6 Dinosaurier freischalten. Und dann nie wieder. Und ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt wer kann, wer wie gut ist. Und ich habe keine Ahnung. Man sieht auf jeden Fall, man hat hier auf jeden Fall auch eine Vielzahl an Dinosauriern, also auch ein paar Pflanzenfresser und sowas. Und ich glaube, ich nehme Raptor, komm. Nehm mal den, ne? Ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt den Computer auswählen? Nee, ne? Was halt auch interessant ist, man hat halt einmal die vierbeinigen Dinosaurier, dann auch einmal die zweibeinigen, ne? Das heißt, auch eine gewisse Varianz drin. Die vierbeinigen kämpfen natürlich auch ganz anders, logisch. Ich hoffe nur, dass ich ihn dann aber auch trotzdem noch treffen kann. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie was hier überhaupt noch funktioniert. Ob es Viertelkreisangriffe sind, ob es Kombos sind, keine Ahnung. Aber noch mit einer schönen kleinen Begrüßungssequenz. Und das ist so PlayStation 1. Das ist so 99er Grafik. Ich habe aber echt gedacht, das wäre ein bisschen später rausgekommen, das Spiel. So. Los! Hey, sag mal! Okay, ich krieg schon mal hart auf den Sack. Was kann ich denn hier machen? Alter! Bams! Two-Hit. Okay. Ich bin echt. Also ich konnte das Spiel echt nicht so schlecht, ne? Bin ich, glaube ich, schon tot? Nein, noch nicht. Ah, okay, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Super-Wage-Modus. Ich guck mal gerade mal nach. Vielleicht habe ich irgendwie so eine Move-List oder sowas. Ich bin Samurai Showdown momentan gewohnt. Ich habe hier nichts. Das ist so traurig, okay. Nicht mich treffen. Vielleicht ist der Raptor auch einfach ein scheiß Charakter. Das kann natürlich auch sein. Hau dich einfach zu. Klopp. Ach, guck mal. Er liegt auf dem Rücken. Haha. Ach, genau. Man kann hier, glaube ich, Menschen fressen. Und dann kriege ich, glaube ich, Energie zurück. Irgendwie sowas war da, glaube ich, ne? Okay, Ernst ist blocken. What the fuck? Ah, okay, man kann auch zwischen den Perspektiven hin und her springen. Das ist schon mal gut. War gut zu wissen zumindest. Entschuldigung. Auf jeden Fall auch gar nicht so unblutig, das Spiel, ne? Wenn ich mir das mal so angucke.
Okay. Ich kann einfach mal sterben. Vielleicht ist die Zeit abgelaufen. Ich hab gewonnen. Okay. Sieg! Synchronisation auf jeden Fall par excellence, wie man hört, ne? Endkampf. Los! Das ist echt traurig, ne? Der erste Kampf schon. Hallo? Ich hab geblockt. Du Kackfresse. Was ist mit dir, du Penner, echt, ey? Schön mal rumtänzeln. Jetzt aber gerade so kriege ich irgendwie. Den komme ich hier gerade nicht klar, ne? So ein bisschen. Ja, der erste Kampf noch, oder der kleine erste Kampf war erstmal zum Reingewöhnen. Der zweite Kampf war eigentlich okay. Aber irgendwie. Seitdem kriegt nicht mehr viel. Das weiß ich auch nicht. Ah, komm. Komm. Ja, weil der hier rumkreischen muss, weil irgendeine scheiß Leiste voll war. Ja, ist okay, ich hab verloren. Ist doch gut. Ja, natürlich will ich weitermachen. Bitte mit einem anderen Dinosaurier, bitte. Nein, ich kann den nicht auswählen. Scheiße, okay. Wenn das jetzt Rätselslösung ist, dann ist es halt so, ne? Ich hab ihn gleich. Alter, jetzt haben wir die gleiche blöde Idee gehabt. Zu blöd dazu zu machen, ohne Scheiß. Das weiß kaputt! Du kannst ja gerne zu ihm ja hindrehen, bis der Raptor den überhaupt mal anvisiert hat, ne? Das ist schon dreist. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt hier so eine Art Fatality oder sowas machen kann. Das kann durchaus sein, aber ich weiß nicht, wie es geht. Es ist zu lange her, ich habe so wenig Erinnerungen an das Spiel. Ich habe wirklich auch nur bei der Auswahl der Spiele mich wirklich darüber gestolpert. Und habe mir gedacht, auch das wäre mal wieder geil, das mal wieder zu zocken. Also man kann ja auf jeden Fall auch Tricks machen, aber ich habe halt wirklich gesagt, keinen Plan mehr, wie das funktioniert. Aber diese Sprungkicks, die scheinen eigentlich ganz effektiv zu sein hier, diese Zack. Das hat auf jeden Fall jetzt gerade gut gezeckt beim Gegner. Aus. Der zieht aber auch so viel ab, der Ankylosaurus, ne? Du machst einen Schwanzschlag, danke. Nein! Wir kriegen's hin. Ja. Ich bin zuversichtlich. Ja. Hallo. Alter, dreh ich doch mal bitte wenigstens mal zu dem hin, damit du auch blocken kannst, du Affenarsch. So, gar nicht so lange her, dass wir den ersten, Jurassic Park mal wieder geguckt habe. Komm, leg dich hin. Ui! Also manchmal hab ich auch Moves. Ich mach das, wie der geflogen ist. Sack, Alter. Ist ja vielleicht eine Geduldsprobe, aber so funktioniert zumindest, ne? Los. Stirb! Ja, ich habe mehr Energie als er. Alter, verdammt. Ja, ja. War knapp, aber ist egal. Jetzt bitte gegen den Zweibeinigen, einer, der ein bisschen größer ist. Am besten direkt gegen T-Rex, komm. Komm, gib's mir richtig. Das ist irgendein anderer Fancy-Saurier, der sieht cool aus. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Viech ist, aber ist egal. Komm, mach fertig hier. Das sind natürlich alles Lokalitäten. Oh, der ist ein bisschen größer als ich, ne? Los! Giga, okay. Alles Lokalitäten, die man aus den Filmen kennt. Ich finde das geil, wie der blockt. Der macht einfach seinen Mund auf. Gefällt mir. Ach, guck mal, hier haben wir auch die Ziegen. Ey. Nein. Achso, man kann die auch werfen, so wie es aussieht, ne? Ah, guck mal. Habt ihr gesehen? Ich hab geworfen. Ist ja geil. Lauf damit.
Okay, mit Umgebung geht hier auch. Das war damals immer so ein bisschen der Shit, ne? Also wenn man die Umgebung auch mit einbeziehen konnte. Die Würfe sind ganz geil. Muss ich mir mal merken, auf jeden Fall. Ja, okay, aber kann man natürlich auch nicht blocken. Das weiß der Gegner natürlich auch. Es wird knapp, es wird knapp. Nein! 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 Hätte der letzte Biss gesessen. Oh, scheiße. Ich finde die Synchronisation so geil. Den Kampfsprecher. Der hat was. Oh, bisschen Strom gesprungen. Aber ungünstig, ne? Ich genauso. So, einmal schön wegknallen. Ja, guck mal, so muss das sein. Zack, zack aufs Maul. Wieso hast du eine Kombo gemacht? Was ist erlaubt? Man kommt langsam wieder rein, ne? Also ganz, ganz langsam. Scheiße. Ja, gib mir den Keks. Und er geht down. Der geht down. Nicht jetzt hier das machen. Du wirst nur einmal beißen müssen. Ach Gott. So, hau ab. Stirb einfach ins grausame Todes, echt, ey. So. Letzter Kampf. Also, es ist auf jeden Fall jetzt kein, ich sag mal, Street Fighter, ne? Also vom Anspruch her. Es ist halt ein Prügler. Wo meistens so die, ich sag mal, Tekken-Kombos dann auch kommen. Also Tastenkombinationen, weniger jetzt hier mit Filmkreis, Halbkreis. Gibt's vielleicht auch. Kann sein. Weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber man sieht auch schon, was eigentlich ganz geil ist, ob er jetzt gegen den Vierbeinigen kämpft, ne? Der halt natürlich dann meistens nur von unten zu treffen ist. Oder halt gegen Zweibeiner, ist ein Riesenunterschied, ne? Komm, beiß ihn. Nimm ihn doch in den Hals! Oh, oder so. Ach, das Problem ist immer nur, wenn er sich um die Perspektive herumdreht, so wie da jetzt zum Beispiel, ne? Bis man mal wieder zu dem Gegner guckt. Man kann jetzt nicht einfach nur einmal drücken, dann guckt man direkt, sondern der dreht sich langsam zu ihm um. Und dann muss man entweder nach hinten oder nach vorne laufen. Und das kostet ein bisschen die Dynamik. So, ich würde sagen, da gucken wir bei dem Kampf zumindest schon nochmal rein. Aber ich denke mal, auch als Eindruck für dieses Spiel reicht das, was wir jetzt bisher gesehen haben. Aber mir hat es damals echt Bock gemacht. Also ich habe auch jetzt wieder Bock. Jetzt, wo man so langsam auch wieder reinkommt, ne? Klar, ich könnte mir nochmal die Anleitung durchlesen und dann nochmal so ein paar... Okay, das ist stabil, das Dach. Okay, und er jagt kurz seinen eigenen Schwanz. Ach, das ist hier diese Agno-Kampf-Gymnasium-Nervenasaurus. Ups. So. Das habe ich total den Faden verloren. Ups. Also es ist halt jetzt nicht so dynamisch, es ist auch nicht so mega anspruchsvoll. Aber ich finde, es macht Spaß, wirklich. Also, weil es ist jetzt auch nichts, womit ich jetzt irgendwie 10 Tage verbringen werde, sondern... jeder Dinosaurier hat dann auch seine eigene, seine eigene Kampfstil natürlich auch. Und den muss man vielleicht ein bisschen auch testen. In der Anleitung steht auch wahrscheinlich die ganzen Moves drin, die wir machen können. Zum Beispiel auch die Würfe, ne? Und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Vielleicht Fatalities. Oder was halt auch diese Wutleiste da bringen soll. Oder was auch immer das ist. Ich hab's jetzt einfach mal Wutleiste getauft. So, und der geht down. Den kriegen wir. Schön. Ja, die Würfel, die bringen es. Aber wie gesagt, dafür müsste ich dann erstmal wahrscheinlich einmal die Anleitung einmal studieren, um mal überhaupt wieder ins Gedächtnis suchen, was es denn hier alles gab. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist halt locker, also mindestens 20 Jahre her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Aber zumindest die Strategie scheint hier so zu funktionieren, ne? Wie damals bei Dynasty Warriors. Da habe ich auch eine Spielvorstellung von gemacht. Auch wirklich ein sehr ähnliches Prinzip, ne? Einfach immer die Sprungattacken machen, liegt auf der Schnauze und dann immer auch schon auf den Boden angreifen. Auch geile Mucke, muss man sagen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo wir jetzt hier gerade sind vom Film her. Das macht mir jetzt... Achso, guck mal, wir können auch tiefe Würfe machen. Das ist auch ganz praktisch. Also wo wir jetzt uns hier gerade irgendeine Tankstelle oder so, keine Ahnung, ob wir die mal im Film irgendwo gesehen haben, in einem der drei, beziehungsweise Jurassic World Filme. Aber ist ja auch egal. Ja, das war's dann auf jeden Fall mit dem heutigen Türchen. Drei Kämpfe haben wir gemacht, immerhin dreimal dann gewonnen, ne? Klar, am Anfang ein bisschen Eingewöhnungszeit gehört immer dazu. Aber was ich halt geil finde, ist, die Würfe, ne? Die gehen, jetzt pass auf, wenn man Viereck und X gleichzeitig drückt oder wenn man Dreieck und Kreis gleichzeitig drückt. Welches Spiel hatte das denn auch? Ach ja, Tekken.
Und deswegen kam ich, glaube ich, damals auch mit dem Spiel so gut zurecht. weil ich schätze mal auch hier, wenn wir halt Doppel-Button-Kombis haben, wenn wir dann zum Beispiel X und Kreis und dass wir da irgendwas Bestimmtes machen. Aber gut, so viel möchte ich mich jetzt zumindest jetzt hier für das Türchen nicht mit dem Spiel beschäftigen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, das zweite Türchen war es jetzt, glaube ich. Genau, hat euch gefallen. Ja, habe ich eigentlich auch wieder direkt Bock, mir auch wieder näher anzugucken, das Spiel, mir mal einen Nachmittag zu geben, wo ich dann einfach mal mit jedem Dieter nur einmal durchspiele. Und ja, werde ich auf jeden Fall irgendwann auch mal machen, aber wann das passieren wird, das weiß ich nicht, weil ich habe noch so viel auf der Liste. Allein schon ist ja immer das Problem bei solchen Adventskalender-Aufnahmen. Ich kriege immer Bock, ich kriege immer mehr Bock auf die Spiele, ne? Also zumindest zum Großteil. Und ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Gut, ja, ich gucke mal kurz, damit ich euch für morgen mal einen Tipp geben kann. Oh ja, morgen sind wir eine Konsolengeneration weiter. Ja, ist eigentlich schon das dritte Türchen seit Jahren traditionsgemäß eigentlich immer ein Spiel, wovor ich dann immer den nächsten Teil zeige. Und ja, das wird auch morgen der Fall sein. Gut, ja, das war's, wie gesagt, mit, für heute. Und ja, dann sehen wir uns dann morgen vielleicht beim dritten Türchen wieder. Also, bis dahin. Tschüss.